Es gibt verschiedene Linsentypen, aber was ist denn eigentlich der Unterschied? Eine S1-Linse ist für neblige Tage geeignet. Eine S1-Linse hat auch oft eine gelbliche Farbe. Die Farbe Gelb erhöht nämlich den Kontrast, wodurch du mehr Tiefe siehst. Außerdem sieht man, dass eine S1-Linse oft eine hellere Farbe hat, weil sie weniger Licht filtern muss. An sonnigen Tagen ist es draußen viel heller, dann kannst du am besten eine S3-Linse tragen. Eine S3-Linse ist nämlich dunkler und filtert 100% der UV-Strahlung, aber auch ein großer Teil des Lichts. Oft ist eine S3-Linse mit einer reflektierenden Beschichtung versehen, die dafür sorgt, dass das Sonnenlicht reflektiert wird, sodass du weniger von der Sonne beeinflusst wirst. Wenn es bewölkt ist, kannst du am besten eine S2-Linse tragen. Diese Linse filtert stets noch 100% von der UV-Strahlung, aber lässt mehr Licht durch als eine S3-Linse. Dann gibt es auch noch mehr farbige Linsen, wie hier bei diesem Helm mit Visier. Dies wird oft angegeben mit dem Begriff photochromisch. Und diese Linse passt sich der Menge des Lichts an. Wenn es also sehr sonnig ist, dann wird die Linse dunkler, ist es jedoch bewölkt, dann wird sie viel transparenter.